Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdom Come Deliverance. So, ich muss mal ganz schnell zurück zur Tür. Ich gehe jetzt auch mal. Da ist er ja. Hallo, Peppel. So, für dich sollten wir auch mal neues Raumzeug und das alles besorgen. Ne? So, müssen wir mal schauen, da gab es irgendwo eine Aktivität. Gucken. Nein. Da läuft er rum. Mike dort. Aus dem Weg hier. Ich bin im Auftrag vom Herrn Ratzek unterwegs. Ja. So. Na, Gemischtwaren, Werkzeug, Gerätschaften, Alarm! Auf und auf! Ist das nicht in der Luft denn rum? Was ist denn so? Irgendwo läuft. Gute Nachbarn! Mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlets und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenn dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Nur um Silber? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Naja, dann lass uns kämpfen. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Okay. Gott sei mit dir. Gute Soll Leute, jeder seine Schande sehen. Gib mir was zu trinken. Von Herzen da. Bürger, mit dir los. Ist das dein Ernst? Dieser Mann hier wurde schuldig gesprochen, minderwertige Stoffe in die Stadt geschmuggelt zu haben. Okay, die Stadt selbst und ich muss nur mal kurz zu unserem Unterkunft. Mit Salz, Kümmel, Knoblauch und Meer. Das und dann, gibt's nur hier. Geht's los, dann wollen wir mal wieder was erledigen hier. Weil ich glaube, wir haben in der Truhe noch ein bisschen in der Tasche. Okay. Falsche Taste. Nein, besser. Guck mal, mal den finden. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Und wieder. Hier drin? Hier? Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Gott sei mit dir, Heinrich. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratzig zum König hält. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Ja, war viel Glück. Entschuldigung, darf ich mal durch? Himmel! Lass mich doch einfach hier durch.
Warten wir. So. Ja. Wo ist dieser Knopf? Hey! Und noch ein. Wer ist da? Oh Mann. Hans Capot. Komm, aufstehen. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel. Und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Ja, warum? Was sagst du? Kommst du mit? Ja klar, warum nicht? Weshalb die Bäder? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Gott sei mit dir. Komm am Abend zu Herrn Hans Capot ins Badehaus. Okay. Auch mehr an Höflichkeit gelangt. Badehaus. Da ist noch ein Questgeber. Mal gut, da ist. Hier aus kann man nicht schnell. Weil ich will ja auch nicht schnell reisen. Ich möchte diesen Questgeber finden. Okay. Machen wir das mal aus. Was zum Teufel? Wir können ja dem Hans da mal dahin läuft. Willkommen, Heinrich! Oh mein. Laufen wir mal am Hans hinterher. Der Wetter jetzt Badehäuser, oder? Hans? Bisschen schneller bitte, wir haben nicht die ganzen Tag Zeit. Aha, beides. Machen wir das auch. Hab Mitleid mit einem armen Tropf. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Du bist eine echte Wohltäterin. Hans, wo reitest du hin? Ja, das meine ich. Wo? Ein Blinker? Salz, Gemüse, Knoblauch und Meer, das aus Moria.
viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Dankeschön, dir auch. So. Mensch, da reitet aber nicht. Bist du ein eingebildeter Trottel? Hoppt und mir einen Streich spielen will. Hallo, Heinrich. Aber weit Hallo. Und breit keine Seele. Das nenne ich mal Glück. Das ist aber nicht das Badehaus hier. Oh Mann. Bleibst du? Okay. Alles klar. Ach, der reitet jetzt zum Badehaus. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt diesen Questgeber hier noch finden. Da oben hier. Wir haben ja Zeit, wir können ja erst da hinkommen, wenn es dunkel ist. So. Gucken wir genau gucken. In dem Haus drin ist. Hm? Da drinnen? Bist du das? Blüten der Berthold? Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Die Kumanen. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich habe Fürchterliches gehört. Ja, so, gibt es Arbeit? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger. Und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen. Besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodie. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Naja. Irgendwann mehr können. Ah, hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Der Ruf der Nachtigall.
Nee, was hat denn der mit dir zum Handeln? Ja, die sind besser. Immer auf hochwertiger Pfeil. Armstrom? 200. Ey, wir haben kaum noch so viel. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Wird schlechter. Okay, warte mal, wo ist das? Warte mal nicht. Hoch nicht. Warte mal, hoch nicht. Lang. Also einen neuen Bogen brauchen wir fast nicht nehmen. Naja, das lassen wir so verkaufen. Oh ja, was verkaufen? Ne, lass mal. Okay. Der Ruf der Nachtigall. Okay. Und du? Wir haben jetzt diesen Quest gegeben und hat sie immer noch besser. Okay. Ja, wir machen jetzt das mit dem Ring. So. Herr Capon ist noch da. Okay. Dann auf geht's. Wie geht es dir, Heinrich? Wo willst du jetzt hin? Ich hab jetzt keine Zeit. Was willst du denn damit? Weg. Entschuldigung. Ich hab eine Straße. Ja, wir nehmen jetzt hier mal so viel an, wie es geht. Da ist noch ein Questgeber und in der nächsten Folge werden wir dann anfangen damit abarbeiten. Ne? So, hier drin, oder? Guck mal. So, hast du das? Auch nicht. Bist du? Helft eurem Nachbarn! Ich hab alles verloren. Kirche? Mein Heim, meine Familie, mein Auskommen. Zeigt Gnade. Wo ist denn der? Anna? Was war das denn? Du bist das, oder? Ja, halt, mit. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Was brauchst du? Was ist das? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Wie ist das Leben in Rathai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Ja, von dem werden wir nichts erfahren jetzt, ne? Gott sei mit dir. Er hat immer dasselbe hier. Bin Lied. Gott schütze dich. Rasenfleisch. Warte mal. Rasenfleisch. Ich kauf hier jetzt nichts.
Quest. Finde nicht ein Typ, wo wir eine Quest haben. Grüß dich, Heinrich. Vielleicht? Geht nicht. Ah! Der. Ist das dein... Kirche? Hier? Nee. Was ist denn? Pass etwas besser auf. Das klappt. Kann man nicht knacken, weil da ist er nicht drin. Okay, ich würde sagen. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Dir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Ihr alle wisst, was da geschah. Helft eurem Nachbarn. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Du gibst einfach keine Ruhe, was? Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Na gut. Spuck's schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Also schön. Raus damit. Nicht so nachtragend. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlet schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Alles klar. Gut, das haben wir auch. Jetzt haben wir hier noch zwei. Müssen wir noch einen Schatz finden. Das heißt, wir sollten, wenn wir nach Scarlets gehen, vielleicht die Schaufel mitnehmen. Ne? Aber es ist hier wieder die Superei. Glück und Gesundheit, Heinrich. Hallo, Heinrich. Guten Tag. Du das? Vielleicht? Was tust du da? Entschuldigung, Ladenwochen. Nicht die Quest. Pass auf, wo du hingehst. Ja, da kommt schon die Ladenwache. Ich bin ja gar nicht reingegangen. Okay, müssen wir mal weiter gucken, da wieder nicht. Salz, Kümmel, Blau, Schlaf, Winter. Glück und Gesundheit. Ja,
Möge Gott über dich wachen. Und? Gott schütze dich. Nein. Auf bald. Hat auch nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt mal genügend Aufgaben, bevor ich jetzt hier noch rumfliege. Ich würde sagen, können wir die Folge jetzt hier mal beenden und in der nächsten Folge hoffe ich doch mal, dass wir dann diese Questgeber finden. So, wir legen einfach mal wieder los und gucken, dass wir was schaffen. So, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.